lost and backtracked many times before. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dabei ein neues Gesicht auf meinem Kanal. Phil. Genau. Und wir haben heute vor, den Instinct Energy Drink zu testen. Ich habe ja ein schönes Paket von Instinct Energy bekommen. Unboxing ist ja schon auf meinem Kanal. T-Shirt ist auch am Start. Und ja, jetzt kommen wir zunächst einmal zum Design der Dose. So Leute, dann kommen wir zum Design der Dose. Wir haben hier schön Trust Your Instinct, vertraue deinen Instinkten. Energy Drink with Taurin und Koffein. Dann haben wir so Augen, sieht aus wie so Jaguar-Augen oder Katzenaugen oder sowas. Sieht ziemlich geil aus. Hier oben silbernes Top, silbernes Tab. Hier haben wir die ganzen Inhaltsangaben. Kann man sich natürlich dann auch, wenn man möchte, durchlesen. Dann haben wir auch stehen, wir haben 30 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Hier oben haben wir nochmal ein Twitter, @worldofinstinct und ein Facebook Instinct Energy Drink. Ja, also zum Dosendesign. Also mir gefällt dieses Dosendesign ziemlich. Also es hat auf jeden Fall was. Ah, unten aber noch geil mit dem Feuer, mit der Flamme. Sieht ziemlich geil aus. Würde mich auch im Laden jetzt direkt ansprechen. Ja, und jetzt haben wir eine 250 Milliliter Dose und kein Pfand drauf. Ja, und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt einmal. Ja, würde ich sagen. Lass. So, ich bin mal gespannt. Das schäumt richtig geil, ne? Ja, so ein bisschen wie Bier. Ja. Kommen wir jetzt also zur Farbe. So, und ich würde sagen, es ist so ein typischer Energy Drink, oder? Von der Farbe her sieht es so aus wie ein typischer, so ein Classic. Ja, sieht eigentlich aus wie, ich würde mal sagen, wie jeder normale Energy halt auszusehen hat. Genau. Ja, ziehe ich mal ran. Oh. Riecht schön süß. Hat irgendwie einen Eigengeruch. Wir wissen ja alle, wie Red Bull riecht, wie Monster riecht. Die haben alle ihre eigenen Geruchsdinger und das hat auch so einen eigenen Geruch tatsächlich. Ja, aber schön süß, schön angenehm. Ja, das auf jeden Fall. Kriegt man direkt Lust, das Ganze zu probieren und das machen wir jetzt auch mal. Prost! Oh ja. Boah, das hat echt einen guten Geschmack. Leute, nur mal kurz zur Information, ich habe die Dosen kostenlos bekommen, aber trotzdem werden wir unsere eigene Meinung dazu sagen und uns hier keine Meinung ausdenken. Genau. Nur mal so nebenbei erwähnt. Wenn irgendwas scheiße ist, dann werden wir es auch sagen. Richtig. Aber der Geschmack, so zuerst was ich sagen würde, ist auf jeden Fall ein komplett eigener Geschmack. Wir haben einen schönen süßen Geschmack, angenehm zu trinken. Schwierig zu beschreiben. Hat wirklich, wie gesagt, wie was Eigenes. Was willst du dazu sagen? Also ich bin ehrlich, ich finde, so sollte ein Energy Drink auch schmecken. Der schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Und man merkt im Abgang dieses Saure, ist mir gerade aufgefallen, im Abgang schmeckt das sauer. Sprich, wir haben zuerst so einen süßen Geschmack. So, und dann geht das langsam ins Saure über. Das gefällt mir sehr. So ein bisschen nach sauren Apfel irgendwie. Ein bisschen in die Richtung vielleicht. Also ich merke jetzt eher nur das Saure halt. Oh ja, das ist auf jeden Fall gut, ein geiler Energy Drink. Ja, Leute, ansonsten macht euch selber euer Bild. Ne? Ich verlinke einfach mal unter meinem Video Instagram von Instinct Energy und den Shop von denen und dann könnt ihr einfach mal gucken, dass ihr selber mal so was kauft und euch selber eure Meinung macht. Wir können jetzt nur unsere Meinung hier wiedergeben. Jeder hat einen eigenen Geschmack irgendwo in einer gewissen Art, ne? Das ist ja klar. Ne? Der eine sagt, es ist scheiße, aber einer sagt, es ist geil. Wenn ich Punkte geben würde,
tatsächlich beim Geschmack würde ich zwischen 9 von 10 und 10 von 10 tatsächlich urteilen. Mhm. Ich muss aber jetzt auf irgendwas kommen. Ich würde sogar 10 von 10 geben. Komm, ich hau raus. 10 von 10 Punkte bekommt dieser Energy Drink von mir. Mhm. Für den Geschmack. Und wie viele Punkte willst du geben? Ja, ich würde sagen, er unterscheidet sich ziemlich von den normalen Energy Drinks, wie zum Beispiel Monster Energy oder so. Und man muss aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis noch mit rein. Ja, ja. Da sind wir einiges günstiger als bei ihr, ne? Genau. Zum Beispiel Monster Energy schmeckt zu krass, sage ich mal ehrlich, nach Gummibärchen, eigentlich wie jeder andere Energy schmeckt, ja. Aber dieser Energy Drink, der schmeckt irgendwie besonders gut, würde ich sagen. Ist angenehm zu trinken. Ist angenehm, ja. Das sage ich ja. Normalerweise hättest du jetzt auch, ich sag's mal so, normalerweise müsstest du jetzt mal aufstoßen oder so. Das war jetzt hier nicht der Fall. Mhm. Also ich würde dem Energy auch 10 von 10 Punkten geben. Allein weil mir auch das Design der Dose gefällt. Ja. Geil, 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 auf jeden Fall. Ja, Leute, und dann würde ich schon sagen, das war's vom Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, ciao.